Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu Park zur Logico Dibba hier. Planet Zoo mit mir, dem Goroba. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist unspielbar. Wenn ich Play drücke, ist es echt unspielbar. Das ist so sehr schade. Müssen wir mal gucken, was ich da mache. Aber ich glaube, es ist halt einfach, ich habe halt einfach zu viel gebaut. Das wird es halt leider sein, denke ich mal. Schade, schade, schade. Ich habe hier jetzt zwei Vivarien gebaut. Das muss ich nochmal besser machen. Heute werden wir uns in dieser Folge nur darum kümmern, dass wir hier das Gehege ein bisschen weiter fertig machen. Und dass wir hier die Vivarien mit reinmachen, beziehungsweise ich werde das Gehege hier außenrum quasi fertig machen. Auch, dass wir hier die Plaza noch ein bisschen schick machen und so. Eventuell hier ein Klo hinstellen, wobei wir haben hier schon eins. Irgendwas anderes, nee, hier ist gar kein Klo, ne? Nee, tatsächlich nicht, hier ist nur ein Missy Good und ein Coffee, Foxy Coffee. Dann kann man also doch hier nochmal ein Klo hinstellen. Irgendwie sowas, dann lass das mal machen. Lass uns mal direkt anfangen, hier ein bisschen was zu bauen, lass uns mal ein paar Bänke hier hin machen. Die dann, wo man dann reingucken kann. Ja, das ist ja eher unnütz. Warte mal. Möchte ich gerne die hier hin machen. Und da es ja Orang-Utans sind, machen wir mal hier so ein bisschen in den rot-orangenen Bereich. Sehr gut. Da ein Spendenkästchen und hier eins in die Mitte. Und ich stelle auch schon mal hier eins hin. Oder wenn wir eh eins hin machen, später. Ups, es hat direkt funktioniert. So. Hier gibt es dann auch nochmal Abholzung der Wälder. Das ist natürlich auf jeden Fall was gegen die Orang-Utans. Aber leider haben wir gar keinen Strom hier. Das wäre ja unvorteilhaft. Dass wir hier gar keinen Strom haben. Einrichtung ist das, sorry. Dann lass mal hier ein wenig Strom hinbauen. Weiß nicht, in welchem Bereich ich das jetzt noch bauen muss. Arbeitsbereich 1. 2. Ah, knapp dran auf jeden Fall. 3 vielleicht? 3 ist ganz schlecht. Arbeitsbereich 4. Aha. Guck mal, das ist doch schon mal good to know. Ihr gehört auch noch dazu. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann haben wir das ja schon mal. Dann ist hier jetzt genau was gegen die Abhölzung der Wälder. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Einrichtung. Denn wir brauchen hier auf jeden Fall auch nochmal einen Bildschirm und sowas. Das darf halt tatsächlich nicht fehlen. Dass wir hier einen Bildschirm hinmachen. So. Ups. Hier gibt es was über die Orang-Utans zu lesen. Und außerdem werde ich hier dann einen Lautsprecher hin platzieren. Der dann hier schön was über die Orang-Utans erzählt. So dass man, wenn man hier steht, die geballte Ladung an Orang-Utan-Infos kriegt. Tatsächlich werde ich das auch hier nochmal machen, ne? Den Bildschirm hier hin. Den hänge ich dann auch hier so quasi hin. Schade, hier ist auch kein Strom. Ah, Mist. Ach, Mist. Machen wir hier jetzt nochmal einen kleinen Stromkasten hin. Jetzt ist der Strom nice. Mann, 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 immer dieser Stress hier. Arbeitsbereich 4, ne? Ja. Welches Gehege ist das hier? Ist das Okapi-Gehege auch im Bereich 4? Hm, okay. Good to know, ne? Good to know. Genau. Ich habe auch schon die Tiere ausgewählt, die ich für die Vivarien brauche. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch Mülleimer. Das ist halt leider auch noch ein Teil des Ganzen. Ich möchte die Bänke hier schon ein bisschen dichter vor das Glas stellen. Da brauche ich dann jetzt erstmal keine, ne? Nehmen wir hier die Mülleimer. Wir nehmen die hier. Hier steht einer. Hier drüben könnte ich mir gut einen vorstellen. Hier, dort, fertig.
man darf bei den Mülleimern echt nicht sparen. Weil die haben echt sehr viel Müll, die Leute. So, das passt ja schon mal. Dann ist das hier, die Ecke ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser geworden. Jetzt wäre es noch smart, wenn hier... Oh, guck mal, das schwebt so ein bisschen, das Dach. Ist das so? Okay, das ist blöd. Schwebt das hier auch, das andere? Nee, das schwebt nicht. Nehmen wir mal nur das Glas. Müssen wir das nochmal kurz ändern. Geht ja nicht, dass das Glas schwebt. So. Jetzt dürfte es nicht mehr schweben, oder? Nee. Okay. Die Idee wäre jetzt noch gewesen, dass ich hier quasi auch nochmal eine Überdachung mache. Mit Glas. Quasi so. Ups. Nee, nicht so. Dass wir hier quasi so eine Vorhalle hätten. Kann das was? Kann schon ein bisschen was, ne? Machen wir nochmal so. Vielleicht wird's jetzt doch größer, als ich erst dachte. Das alles. Wo sind denn die da? Dann gehe ich einfach nur mit diesen Pfeilern hier. Mit den Standardpfeilern. Da muss dann natürlich deutlich verringert werden. So vielleicht. Halt. Ups. So. Dann möchte ich halt gerne noch einen hier bei den Dingern hier haben. So quasi. Zup. Ihr merkt schon, das ist heute sehr entspannt hier. Ich hatte einen krassen Tag tatsächlich. Ich hoffe, eure Tage waren oder euer Tag war gut. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Tag heute war. Und ob ihr jetzt richtig schön abschalten könnt hier bei Planet Zoo. Das würde mich doch mal interessieren, ob das so sei, ob das so wäre. Ob das so ist. Im Kleinen. So, vielleicht. So, jetzt ist hier auf jeden Fall... Das müsste auf jeden Fall stehen können. So viel ist schon mal klar. Dann wäre jetzt noch die Idee... Ist das die Mitte? Oder ist das hier die Mitte? Wie viele sind denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ist das tatsächlich die Mitte? Ja, muss ja sein dann, ne? Dann so. Und dann mache ich hier nochmal einen hin. Für hier. Und den noch ein Stück runter. Genau. Ach, guck mal. Das ist doch okay. Kann ich hier vielleicht auch nochmal... Holz. Und dann möchte ich das moderne Holz haben natürlich. Das ist ja auch das, was wir hier sonst benutzt haben.
Guck mal, da kann ich sonst auch nochmal hier eine... Etage reinziehen. Vielleicht auch gar nicht so schlimm. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Mal gucken, das hier raus. Ah, das tut's ja auch. Okay. Okay, dann haben die hier auf jeden Fall einen Unterstand. Ob das jetzt kälter ist hier unter dem Glas, das wage ich zu bezweifeln. Ah, das ist mir ja dann am Ende egal, ne? So, dann haben wir das schon mal. Das passt doch ganz gut. Das dürften die auch ganz gut finden. Temperatur. Ah, guck mal, die ist sogar ein bisschen niedriger da. Dadurch, dass es überdacht ist. Ihr seht, es ruckelt. Ruckelt viel zu krass. Wenn es läuft. Was ich jetzt noch machen möchte, ist auf jeden Fall hier die Vivarien nochmal irgendwie einrichten. Da gab es in dem einen... Oh, wo hatte ich das gesehen? Ich habe irgendwas gemacht und da sah das ziemlich cool aus. Ich glaube, es war ein Blueprint. Als ich die Challenge gemacht habe. Ich habe gerade mal einen Schluck getrunken, das tut mir ganz doll leid. Aber ihr kennt das, wenn der Hals plötzlich trocken wird, muss man das kurz machen. Die Idee ist jetzt halt hier auch, dass ich jetzt hier auch nochmal irgendwie was an Grenze mache quasi. An Abgrenzung für den Zaun. Ostasiatisch ist jetzt nicht so das, was ich erst vorhatte. Ich könnte ja auch den Gorilla-Zaun nochmal nehmen, aber den finde ich, der passt jetzt hier nicht so hin. Das hier passt vielleicht ein bisschen besser. Das ist auch hoch genug tatsächlich, dass sie da nicht reinfallen können und so. So. Was ist das hier? Achso, das ist so ein Ding. Planet so Stütze. Das kannst du auch machen, oder? Gibt es die noch in breiter oder so? Nee, leider nicht. Okay, also müssen wir hier gucken, dass das so wird. Wenn es läuft, dann läuft's. So. Genau, beenden. Und dann soll ich den nur so kopieren, weil mir wurde gesagt, dass das smarter ist, wenn ich dann den Zaun so quasi kopiere, weil ich dann die eine Seite immer gleich kopiere und dann muss ich da nicht großartig was verschieben und übereinander schieben und so. So sollte es einfacher für mich werden auf jeden Fall. Könnte auch sein, dass das wahr ist. Ist es etwa wahr, was gesagt wird? So. Bei dem ist es natürlich schwierig jetzt, ne? Das richtig hinzubiegen. Aber nicht unrealistisch. Und dann würde ich den hier so hinziehen. Ja, guck mal so. Genau. Guck mal, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Das war schon mal nicht schlecht. Dann haben wir da auch nochmal einen Zaun für die. Dann machen wir das hier nochmal dahin. Hier an die Ecke. Richtig so. Da brauchen wir hier auch nochmal einen Lautsprecher oder sowas. Sodass die Besucher hier noch informiert werden. Über die Orangutans. Wenn, dann ist es hier. Strom gibt es immer noch nicht.
Das ist schon ziemlich lächerlich, dass hier nirgendwo Strom ist. Aber gut. Dann wird es wohl so sein. Und dann lasse ich auch nochmal einen schicken Bildschirm hinstellen. Ein bisschen auf die Höhe der Besucher ziehen. Und dann kann man sich hier was angucken über die Orang-Utans. Ich finde es gut, Leute. Ich finde, das ist ganz okay geworden. Einmal kurz laufen lassen und einmal gucken, ob das begehbarer oder passierbarer Bereich ist hier für die. Aber es sieht so aus, als wäre es das nicht. Ist tatsächlich auch nur das Baby, was reinkommen kann. Richtig, oder? Schon ganz smart, immer mal ein Baby dabei zu haben. Hier in den Gehegen. Ist euch warm? Ja, den ist warm. Okay, wir werden auch einen Getränkestand hinbauen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann doch noch so lange hier dran baue. Aber ich möchte es auch richtig machen, ne? Ich finde, der Zaun ist klassisch, aber gut. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Die Leute dürften rüber gucken können, ne? Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Haut das mal rein. Tschüss, Leute.